Heute geht's los. Ich hoffe, du bist gut. Hallo, willkommen zu einem neuen Video mit Content aus dem Discounter. Ich war heute wegen eines anderen Videos bei Lidl und ich dachte mir, warum fangen wir nicht einfach mal an, uns durch die Backwarenabteilung durchzufuttern? Und heute ist es soweit. Heute geht's los. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen, so aus verschiedenen Kategorien, und werde sie mit euch probieren und bewerten. Ich freue mich sehr darauf. Ich würde auch sagen, wir beginnen sofort. Ihr könnt mir an dieser Stelle schon mal eure Lidl-Favoriten in die Kommentare schreiben oder Empfehlungen. Und dann kann ich sie in einem separaten Video mal probieren. Fangen wir mal mit Zimit an. Zimit ist sozusagen das Goldstück unter den Backwaren. Oder der Goldring, besser gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal drauf geachtet habt bei Zimit, aber bei Zimit finde ich vor allen Dingen auch den Geruch wichtig. Es muss so einen leicht süßlichen Geruch haben und das hat man hier auch. Also nicht nur, dass man diese Sesamteile herausriecht, die müssen schon ein bisschen leicht angeröstet sein, bevor man die für die Ummantelung nutzt. Nicht nur das, sondern auch die Teigringe, besser gesagt, werden erstmal in Traubenmelasse getunkt und dann in Sesam gewälzt. Und das macht nämlich diesen Unterschied. Das haben aber die wenigsten Sesamringe in Deutschland. Aber ihr müsst sie mal in der Türkei probieren. Selbst bei jedem Street-Brot-Verkäufer um die Ecke schmeckt das richtig, richtig lecker. Das werden wir jetzt gleich probieren. Es ist auf jeden Fall, es wurde hier nicht gegeizt mit Sesam. Ich brauche euch das nicht lange in die Kamera zu halten. Ihr seht, es ist wirklich von allen Seiten mit Sesam bestückt. Und so sieht das innen drin aus. Also was besonders authentisch ist, ich habe das gerade so ein bisschen auseinandergeflattert. Ich werde das gleich probieren, dass es so in sich getwistet ist. So ist eigentlich auch das originale Zimit. Ist dieses Zimit auf jeden Fall vegan, aber es hat keinen Traubensirup oder keine Traubenmelasse in den Zutaten, die auftauchen, sondern Zucker, was das Ganze so ein bisschen nachahmt. Es ist leider auch immer noch nicht authentisch, aber ja, das kann man bei einem SW-Backwarenprodukt oder von einem SW-Backwarenprodukt auch nicht erwarten. Also die Konsistenz stimmt schon. Die ist normalerweise ist es innen drin nicht so fluffig, sondern so ein bisschen hat so eine leicht klebrige Konsistenz. Schmeckt wirklich sehr süß, ein bisschen übertrieben süß. Ein bisschen zu viel Zucker für Zimit, weil das soll eigentlich kein süßes Backstück sein, sondern immer noch salzig, herzhaft mit einer süßen Note. Und dieser knusprige Touch fehlt hier gerade bei mir. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur heute so ist. So ein ganz leicht knusprig kann es sein. Muss es nicht, aber so ein bisschen schon. Sollte nicht zu weich sein. Also rundum würde ich sagen, es ist eher so ein mittelmäßiges Ergebnis. Ich bewerte mal nur den heutigen Zustand. Ich weiß nicht, ob das hier mit normalerweise so ein bisschen knuspriger ist. Dann könnt ihr mir mal gerne über die Kommentare helfen, wie das bei euch sonst in den Filialen ist. Das ist es hier eher nicht so. Geschmacklich hat mich das also mehr überzeugt als so manche aus dem türkischen Laden, muss ich ganz ehrlich sagen. Für einen Discounter schmeckt es eigentlich ganz gut, aber es ist noch ein bisschen Luft nach oben. So kann ich das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Weiter geht es mit diesem Produkt hier, mit Fladenbrot von Lidl. Es riecht wirklich sehr, sehr gut, sehr lecker, und wie es genau ausschaut, das sehen wir uns jetzt an. Und zwar haben wir hier einmal für 89 Cent Fladenbrot von Lidl. Aus der SB-Backwarenabteilung. Das riecht wirklich unschlagbar. Aber ich will euch die Konsistenz zeigen. Ich glaube, so kann ich es euch besser zeigen. Hier kann man so richtig gut erkennen, wie fluffig das Ganze auch ist. Innen drin, wie ihr seht. Nicht zu fluffig, aber auch nicht so fest und schon gar nicht schwammig. Vor allem liebe ich es, wenn das hier so vorkariert ist. Dann mag ich es immer so, genauso große Stückchen hier mir abzureißen. Also das Produkt hier kenne ich und ich muss sagen, ich liebe es, aber ich kaufe es nie. Ich kaufe es einfach nicht, weil es einfach so ein großes Suchtpotenzial hat. Also wenn man einmal damit anfängt, dann will man das ganze Brot aufessen und am liebsten noch 5 Brote hinterher schmeißen, so übertrieben dargestellt. Es ist einfach sehr lecker. Ich probiere mal ein Stück. Zu gut einfach. Es schmeckt nach richtig gutem Pizzaboden. Obendrauf sind noch Schwarzkümmelsamen, wobei ich sagen muss, auf der Zutatenliste in der Filiale steht schwarzer Sesam, aber nein, das ist Schwarzkümmel, ganz klar. Also das Einzige, was so ein bisschen stört, ist, dass ihr dann so voll bemehlt seid. Hier würde man denken, dass die aufgebacken werden in der Filiale, aber die werden nur aufgetaut. Also mir ist das schon mal untergekommen, dass ich die halb gefroren gekauft habe. Was jetzt nicht so schlimm war, weil ich sie eh ein paar Stunden später gegessen hätte. Deshalb habe ich dann irgendwann gemerkt, dass die Brote gar nicht dort aufgebacken werden, sondern die werden einfach nur
mal aufgetaut. Dieses Fladenbrot erinnert mich auch so ein bisschen an die Pitebrote, Pitesorten, die es zum Beispiel nur an Ramadan gibt. So in bestimmten größeren türkischen Bäckereien oder vor allen Dingen auch in der Türkei gibt es halt so bestimmte Pitesorten, die es halt nur zu Ramadan gibt, weil die dann irgendwie noch mit Milch sind oder irgendwie noch mit Ei bestrichen oder so. Also die riechen und schmecken auch ganz anders. Und ich habe ja auch mal gedacht, dass hier Milch drin ist, weil es ganz anders schmeckt. Aber sie sind auch offiziell als vegan deklariert, nur dass ihr es wisst. Und richtig lecker. Ich liebe es. Hat leider sehr großes Suchtpotenzial. Also machen wir mal mit was Süßem weiter, mit einer Neuheit unter den Produkten. Und zwar der Zimtschnecke. Und schaut selbst. Also ich habe die bewusst in den Tüten gelassen, weil ich auch indirekt einen Fetttest mache. Und schaut, wie fettig das Ganze ist. So fettig habe ich es nicht erwartet. Die ist jetzt neu eingezogen neuerdings. Da hatte mich auch immer wieder eine Zuschauerin drauf aufmerksam gemacht. Und jetzt freue ich mich, sie endlich mit euch probieren zu können. 99 Cent kostet sie. Vom Preis her auch ganz gut. Vor allen Dingen habe ich diese Form von Zimtschnecken selten gegessen. Also es ist auch wirklich ein schweres Stück. Man sieht auch, dass es nicht auf Basis von Blätterteig ist, sondern ein Hefestück ist. Ich habe bei solchen süßen Teilen immer ein bisschen Angst, dass sie zu trocken sind. Ich hoffe es nicht, aber mal gucken. Und sieht schon relativ trocken aus. Also wenn ich zu Hause so einen zimtigen Kuchen mache, dann riecht die ganze Wohnung danach. Ich weiß immer nicht, wie wenig Zimt sie mal reinmachen. Oh nee, für mich ist das wirklich nichts. Nee, das ist viel zu trocken. Ich weiß nicht, ob diese eckigen Zimtschnecken alle so trocken sind. Gefällt mir gar nicht. Oh, richtig schade. Ich hatte mich sehr darauf gefreut. Vor allen Dingen liebe ich Zimt. Also gibt es Leute, die diese Zimtschnecke lieben? Hat mich nicht überzeugt. Vor allem vom Geschmack her frage ich mich, wo das ganze Fett herkommt, weil es auch so trocken schmeckt. Wegen dieser Fettschicht hinten, die durchgeschieden ist hier, habe ich ja wirklich gedacht, okay, dann schmeckt es wahrscheinlich sehr intensiv wegen dem Fettgehalt, aber nee, schade. Weiter jetzt mit dieser süßen Schnecke hier, die nicht süß ist, sondern käsig. Ich hoffe, du bist gut. Ich liebe solche Käseschnecken, aber sie dürfen nicht trocken sein. Ich mag einfach keine trockenen Backwaren. Ich hoffe hier, dass wir eine richtig gute Käsefüllung vorfinden, wenn wir diese Schnecke jetzt aufschneiden. Mit Käse überbacken ist sie schon ordentlich. Und hier, wenn man sich den Boden anschaut, denkt man auch, dass da eine gute Käsefüllung drin ist, weil es hier nach unten durchgesickert ist. Voller Hoffnung schneiden wir das Ganze jetzt auf. Ja, das sieht schon mal nicht trocken aus. Das könnte was werden. Es schmeckt richtig gut nach Käse. Schmeckt so nach einem würzigen Käse. Sehr lecker. Und hier seht ihr auch nochmal, wie saftig das innen drin ist. Also im Kern, ganz in der Mitte, ist es saftiger als hier an den Rändern. Aber die Ränder sind auch nicht trocken. Sehr lecker. Für 99 Cent könnt ihr diese Käseschnecke mitnehmen. Also, die hat den Test bestanden. Also, das kannte ich jetzt noch gar nicht, deshalb hat mich das jetzt am meisten überzeugt in dem Video. Und ja, okay, das Fladenbrot, aber das wusste ich sowieso schon, dass es gut ist. Es hätte mich jetzt überrascht, wenn das jetzt schlecht wäre. Was mich aber überrascht hat, ist dieser Zimtring. Also diesen Zimt fand ich heute nicht so lecker und ich habe den eigentlich ein bisschen leckerer in Erinnerung. Aber was mich wirklich enttäuscht hat, sowohl von innen als auch von außen, sowohl von unten als auch von oben, die Zimtschnecke, die war einfach viel zu trocken. Da musste man wirklich schon fast raten, dass es wirklich eine Zimtfüllung sein soll. Die hat mich gar nicht überzeugt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Favoriten und Wünsche sind aus dem Discounter oder aus anderen Supermärkten. Welche SB-Backwaren sollte ich noch für euch testen? Oder welche sind besonders gut oder besonders schlecht aus welchem Supermarkt? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, dass wir uns in einem weniger trockeneren Backwaren-Video wiedersehen. Ich sage einfach bis zum nächsten Video. Macht's gut. Küsschen von mir. Tschüss. 'Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go.